Jerusalem soll von den Juden befreit und der Staat Israel vernichtet werden. Dafür demonstrieren konservative Schiiten jedes Jahr am sogenannten Al-Quds-Tag in Berlin. So auch am vergangenen Wochenende. Unter ihnen zahlreiche Imame und Vorstände des Dachverbandes der schiitischen Gemeinden in Deutschland mit engem Bezug zu Religionsführern im Iran. Judenhasser auf Berlins Straßen. Erstaunlicherweise scheint das die Bundesregierung nicht zu stören. Sie fördert den schiitischen Dachverband mit Steuergeldern, wie Markus Pohl berichtet. Anti-israelische Parolen mitten in Berlin. Fast 2000 Menschen ziehen am Wochenende am sogenannten Al-Quds-Tag durch die Hauptstadt. Gegen das Existenzrecht Israels. Der Zionismus macht diese ganzen Probleme auf dieser Welt. Also, der Zionismus macht alle Probleme auf der Welt. Generell, genau. Israel ist ein Krebs, großer Krebs, das verteilt über alle Länder. Veranstalter des Marschs Jürgen Grassmann. Ein zum Islam konvertierter Deutscher mit Hang zu Verschwörungstheorien. Die zionistische Weltbewegung braucht keine eigene Partei zu gründen, da sie in allen Parteien ihren Einfluss hat. Sie überleben alle Wahlen und bleiben ewig an der Macht. Grassmann ist überzeugter Anhänger der iranischen Mullahs. Hier zu sehen bei einem Zusammentreffen mit Staatschef Ayatollah Khamenei in Teheran. Heute nutzen die iranischen Machthaber die modernen Medien, um die Botschaft des von ihnen ins Leben gerufenen Al-Quds-Tags zu verbreiten. Israel ist ein bösartiges Krebsgeschwür, das ausgemerzt werden muss. Auch auf dem Berliner Al-Quds-Marsch sind die schiitischen Mullahs unübersehbar. Wir fragen nach beim Dachverband der schiitischen Gemeinden in Deutschland, der IGS. Steckt der Verband etwa hinter der Demonstration? Ich sage, jede Gemeinde kann für sich entscheiden, was sie machen will. Wir geben weder eine Empfehlung aus, noch verbieten wir ihnen das. Finden Sie es richtig, was da passiert bei diesen Al-Quds-Demonstrationen? Oder sagen Sie, nein, es setzt ein falsches Zeichen? Nein, schauen Sie, solche Fragen brauche ich gar nicht zu beantworten. Ich sage einfach, die IGS ist dafür nicht zuständig. Man gibt sich ganz unbeteiligt. Zu Unrecht. Mitten in der Demonstration entdecken wir ein Vorstandsmitglied der IGS. Scheich Mohammed Mohsen vom Islamischen Zentrum Hamburg. Mit dabei auch der stellvertretende Leiter des Hamburger Zentrums, der Iraner Syed Mousavi. Und angeführt wird der Zug von Hamid Reza Torabi. Auch er ein führendes Mitglied aus Hamburg. Die IGS sagt immer, wir nehmen nicht teil an dieser Demonstration. Warum sind Sie dann hier? Bis bald. Bis bald? Bis bald. Die Moschee der drei Hamburger Mullahs ist die wichtigste schiitische Gemeinde in Deutschland. Und laut Verfassungsschutz ein Propagandazentrum Irans. Die Leitung wird direkt vom Regime in Teheran entsandt und wohl auch finanziert. Erst vor wenigen Tagen gedachte man hier des Todestags von Irans Revolutionsführer Khomeini. Allerdings nicht des Despoten, sondern, Zitat, des göttlichen Denkers, erkenntnisreichen Mystikers, großen Exegeten des edlen Koran und Wiederbeleber des reinen Islams. Für die Islamwissenschaftlerin Susanne Schröter offenbart der Bezug auf Khomeini ein klar extremistisches Islamverständnis. Im Iran bedeutet das eine absolute Entrechtung der Frauen, eine Entrechtung von Minderheiten. Es bedeutet drakonische Strafen, es bedeutet eine absolute Kontrolle der Bevölkerung. Und diese Ideologie wird über das Islamische Zentrum Hamburg und den Dachverband natürlich auch in Deutschland eingeführt. Trotz dieses Hintergrunds suchen vor allem SPD-Politiker immer wieder die Nähe zur IGS. Ende April irritierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit einer Einladung der IGS ins Schloss Bellevue. Ein Zeichen der Anerkennung, das Kritiker wie der grüne Politiker Volker Beck für problematisch halten. Das waren schöne Bilder, die dann auch wieder von dieser Organisation für ihre Eigenpropaganda natürlich benutzt werden. Und dann als Koscherstempel im politischen Sinne von denen ausgelegt werden. Und das dürfen sie halt nicht sein, weil das ist ein ungedeckter Wechsel. Denn es ist längst nicht nur die Hamburger IGS-Gemeinde, die politisch heikel ist.
ebenfalls mit seinen Anhängern zur Al-Quds-Demo angereist, Yavuz Özuz vom Islamischen Weg, ein IGS-Verein aus Delmenhorst. Der bekannte Islamist betreibt mehrere Internetportale, wo er auch Propagandavideos iranischer Milizen veröffentlicht. Oder dieser Prediger, Sabahattin Türkilmaz, Imam einer Berliner IGS-Moschee. Erst kürzlich verkündete er, Homosexualität sei eine moralische Perversion. Und prominent in der ersten Reihe, Scheich Hassan Sharur, ebenfalls ein IGS-Imam. Von ihm kursiert ein Video, in dem er einen getöteten Terroristen der Hisbollah als Märtyrer preist. Als Hisbollah nahe stuft der Verfassungsschutz gleich mehrere Gemeinden der IGS ein. Beim Dachverband aber gibt man sich ahnungslos. Haben Sie Hisbollah-Sympathisanten unter Ihren Mitgliedsgemeinden? Da fragen Sie aber was. Das sollten Sie wissen. Sollte ich wissen? Ich weiß nicht, ich wüsste so ohne weiteres nicht genau, wie ich einen Hisbollah-Sympathisanten definieren sollte. Eine bemerkenswerte Antwort für einen Verband, der von der Bundespolitik nicht nur hofiert, sondern auch noch gefördert wird. So plant das Familienministerium, insgesamt 128.000 Euro an die IGS auszuschütten. Sie soll damit Workshops veranstalten, ausgerechnet gegen religiös begründeten Extremismus. Es ist nicht verständlich, dass Fördergelder in dieser Weise vergeben werden und dass man eine extremistische Organisation damit betraut, Extremismus zu bekämpfen. Familienministerin Franziska Giffey aber hält daran fest. Man hoffe, heißt es aus ihrem Haus, dass die Jugendarbeit der islamischen Verbände wichtige identitätsstiftende Arbeit leistet. Offenbar will man weiter zusehen, wenn Israel-Hasser und organisierte Schiiten gemeinsame Sache machen.